Moin Leute. Hi. Herzlich willkommen hier auf unserem Kanal Tabletop Eagles. Ich bin der Manuel. Ich bin der Micha. Und wir spielen ja mittlerweile schon seit ungefähr 15 Jahren Tabletop. Ja, kommt denn ja, 15 Jahre, ja. 15 Jahre sind wir im Tabletop-Hobby tätig. Und haben uns halt gedacht, da wir auch im YouTube unterwegs sind und häufiger schon mal Spielberichte, Battle Report und sowas halt angeguckt haben, ja, ich mal gedacht, sowas machen wir auch einfach mal. Ja, versuchen wir mal selber, ne? Genau, und wir haben uns dann aber als Ziel gesetzt, dass man halt auch wirklich nur mit normalen Figuren spielt. Oh ja. Weil, vielleicht kennt ihr das ja selber, wenn man länger im Hobby ist, man kauft und kauft und kauft und man möchte halt spielen und man schafft es nicht mehr, irgendwann alles zu bemalen, dann hat man halt unbemalte Sachen. Da hat man einen Haufen von Figuren hier stehen und man kommt zu nichts und man will ja trotzdem spielen. Genau. Ja, und dann das ganze Feld voll mit grauen Miniaturen. Ne? Ja. Und wie man immer weiß, grau verliert. Ja, grau also, verliert wirklich immer. Also ist es doch schon besser, wenn man halt die Figuren bemalt. Deswegen ist unser Ziel halt, mit bemalten Figuren zu spielen. Und ja, deswegen werden auch unsere Spiele am Anfang halt auch erstmal ein bisschen kleiner genau werden. Damit man auch teilweise dann so, ja, eine Art wie Projekte das halt dann macht, dass man halt in diversen Abschnitten, so ja, Punktabschnitte. Sagen wir mal so wie Projekt 500, dass man dann 500 Punkte bemalt, dann ja, kann man halt spielen. Und wie gesagt, ne? So in der Art, man das ist auch ein Plan. Dass man das halt nach und nach sich mal seine Armee ergänzt. Man hat zwar schon immer viele Modelle, aber man muss halt trotzdem alles anmalen. Also man hat halt viele Modelle rumstehen, aber ja, man muss sie ja trotzdem noch nicht fertig bekommen. Genau. Und dadurch haben wir uns halt auf Ziel gesetzt, dass wir halt das damit mit diesem Projekt hier auch mit Projekt YouTube, das in diesem Bereich halt so machen wollen, dass man halt das wird vielleicht bemalt und dann damit Spielberichte halt macht. Wie gesagt, deswegen sind halt die Spielberichte erstmal kleiner. Ja, was für Spielberichte machen wir denn? Welche? Ja, wir haben uns gedacht, auf jeden Fall Warhammer 9. Edition. Genau. Ist ja jetzt, also bis letztes Jahr, also 31.12.17 haben wir noch 8 Editionen gespielt. Jetzt sind wir umgestiegen auf die 9. Edition. Mal gucken, was da so kommt. Das auf jeden Fall, dann Warhammer 40.000, Lands of War, Battle Group wollen wir machen. Genau. Und halt so kleine Systeme halt, ne? Genau, à la Blood Bowl, Mordheim. Genau, Freebooters vielleicht genau, und mal. Und andere kleine Skirmisher-Systeme, die es halt noch so gibt. Ja. Oder die es halt noch geben wird. Man weiß es ja nicht, was noch so alles ja erscheint. Da ist ja der Vorteil, man malt 10 Figuren und man kann schon ja spielen, ne? Und hat halt kleine Rollenspiel-Charakteristiken meist mit bestimmte Aufsteigung, so ist halt auch mal ein ja lustiges Spiel. Das ist halt immer was anderes, als wenn man halt immer nur diese Massenschlachten macht. Deswegen habe ich gedacht, sowas kann man ja auch mal ganz gut mal zwischendurch ja anwerfen. Ja. Mhm. Und des Weiteren, da wir auch schon 15 Jahre so im Hobby tätig sind, ja, haben wir gedacht, dass man auch für die Neulinge halt auch mal ein oder anderes kleines Tutorial halt zeigen kann. Wenn ihr da halt auch irgendwelche Wünsche habt oder Fragen habt oder so, könnt ihr auch gerne fragen. Weil wir da kann einfach was machen und dann das halt auch mal zeigen, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder so. Des Weiteren gibt es dann auch Reviews von Produkten und halt auch Unboxings. Manchmal auch Unboxings sogar von älteren. Haben wir uns gedacht, so eine Classic-Sparte halt. Ne? Weil viele, die ja einsteigen ins Hobby, zum Beispiel, ich sag mal bei Warhammer, die kennen ja die Modelle aus den ganzen vorigen Editionen gar nicht. Manche auch der 5., auch der 6., auch der 7. Edition. Und wie gesagt, wenn man schon länger dabei ist, man hat ja einiges immer rumliegen. Und das könnte man dazu dann nutzen, das endlich mal auszupacken und vielleicht sogar dann auch anzumalen. Genau, weil viele Leute, die jetzt auch ins Hobby jetzt einsteigen, ist es ja auch so, dass die Warhammer Fantasy gar nicht mehr kennen, sondern noch Age of Sigmar ja kennen. Und die anderen Figurensparte gar nicht mehr kennen. Zum Beispiel ist es auch bei 40k ist es ja auch so, dass es halt auch einige Modelle gar nicht mehr gibt. Ja, das stimmt. Und ja, manche sind halt schade. Manche werden wieder aufgelegt, das ist natürlich nochmal ganz gut. Mhm. Aber manche werden natürlich dann, ja, ganz entfallen und man muss ja für teuer Geld dann unter anderem in der Bucht ja kaufen und oder halt bei anderen Marktplätzen oder so, was auch teilweise bei Fantasy Warhammer Fantasy natürlich auch mittlerweile echt enorm ist. Ja gut, ist ja bei Fantasy Warhammer nicht anders, ne? Ja. Mit der neuen Edition erschienen ist. Ja, das stimmt schon. Deswegen, ne, da die neue Edition uns ja auch nicht so zugesagt hat, werden wir auch bei Flames of War noch nach der V3 Version spielen. Und parallel dazu spielen wir aber auch noch Battle Group. Das ist ein anderes Spielsystem, ich weiß nicht, ob es jeder kennt von euch, ist halt noch nicht so bekannt in Deutschland in dem Markt. Es war ein sehr lustiges und sehr interessantes System. Genau. Ist halt auch Zweiter Weltkrieg basiert und gibt halt auch bestimmte Frontabschnitte. Nur das Spiel ist halt im Groben und Ganzen nicht so arcade-lastig wie Flames of War, sondern ist halt ein bisschen mehr eine Simulation. Genau, ja, mit dem Munitionsverbrauch, was man hat. Ne? Genau. Munition und es gibt dann auch bestimmte
Battle Rates und so, die man erreicht. Und das ist halt auch ein ganz interessantes Thema, aber das zeigen wir auch dann, wenn die ersten Reports dafür kommen, dann könnt ihr das auch mal gucken. Auf jeden Fall ein sehr lustiges System. Auch ein, das ist halt ein Spiel, was halt mehr so miteinander ist und nicht so gegeneinander spielt. Also da muss man halt so ein bisschen, ist ja halt kein Turnierspiel gewesen. Aber es ist halt trotzdem ein sehr gutes Spiel. Man ist ja nicht immer nur auf Turnierebene unterwegs, sondern mit dabei. Ja, wir sowieso gar nicht. Ne? Also eher selten. Genau. Letztes Jahr, glaube ich, sind wir einmal auf ein Turnier gefahren. Ja, auf dem Flensor-Wort-Turnier, aber dann ein Team-Turnier. Aber sonst, die spielen halt in so einem Spielkreis. Und also auch nicht so powerless. Ne? Und das muss dann mal fair zugehen. Genau, auch mal, wenn man Bock hat. Genau. Nicht nur Sachen einsetzen, die gut sind, sondern mal einfach sagen, die finde ich den cool aus, die setze ich rein. Und los geht's. Ne? Vor allem jetzt, wo man das mit dem Bemalen macht. Man hat ja einen kleinen Grundstück schon stehen. Und dann bemalt immer dazu. Ja, deswegen kommt immer ein Pferdes auf den Tisch, was eigentlich sein. Aber teilweise schon sein sollte oder sein muss. Ne? Aber wie gesagt, feiner Schnauze zu sagen. Ne? Genau, deswegen. So in diese Richtung haben wir uns das Ganze gedacht. Ja. Und dann würde ich sagen, die ersten Videos könnt ihr euch schon angucken. Wenn ihr Bock habt, ne? Dann klickt die Videos an. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche oder Fragen habt, einfach schreiben, kommentieren, einfach unten in die Comments. Einfach in die Comments schreiben. Und dann wollen wir auch schon eingehen. Wollen wir mal sehen, wie es läuft. Genau. Also in diesem Sinne. Bis dann. Tschüss.